Heute testen wir die beliebtesten Bullet Journals und das im Schnelldurchlauf. Willkommen zurück auf mein Bullet Journal. Wow, die sind schwer. Und welches Journal könnte hiervon das Richtige für dich sein? Ich habe die beliebtesten von Amazon und Co. hier im Petto und würde sagen, wir schauen mal, was die so können und welche Kriterien die so erfüllen. Los geht's! Bullet Journal Leuchtturm 1917, hier in diesem Smaragdgrün. Das Journal kommt mit einem Hardcover daher und der Bezug ist so eine Kunstlederoptik. Das Leuchtturm hat eine Einstecktasche, es hat zwei Lesezeichen. Das Bullet Journal vom EMF Verlag kommt im Hardcover mit so einer abgematteten, leicht strukturierten Oberfläche im Watercolor Rose Design. Das Watercolor Rose bietet eine Einstecktasche am Ende und ein Lesezeichen. Das Bullet Journal von Ottagami kommt in der blau-grünen Version. Hier haben wir ein Hardcover mit einem Bezug in Lederoptik. Beim Ottagami Bullet Journal haben wir hier auch noch eine richtig niedliche Prägung direkt in dem Kunstleder auf dem Cover. Das Ottagami kommt mit einer Einstecktasche, einem Lesezeichen und dazu noch Schablonen zum Gestalten der Seiten und ein paar Stickern. Zusätzlich kommt das Ottagami noch mit einer Stiftelasche. Das Premium Bullet Journal Dotted A5 vom Heft Verlag in der Carly Cassie Version kommt mit einem stabilen Softcover in einem hübschen Türkis mit rose-goldener Schrift abgesetzten Design. Das Carly Cassie Journal kommt mit einem Lesezeichen und hat keine Einstecktasche. Das Notebook Therapy Bullet Journal kommt in der Tsuki Version. Hier in Pink Sakura ein Hardcover mit rosa-weißer, lederner Optik als Einband. Das Tsuki Bullet Journal hat eine Einstecktasche, ein Lesezeichen und kommt mit einer rose-goldenen Verzierung von außen jeder Seite, sodass es, wenn es geschlossen ist, eine sehr schöne Optik hat. Das Lani Art Bullet Journal kommt in rose-gold. Es hat ein Hardcover, welches eine rose-goldene Kunstlederoptik hat. Das Lani Art kommt mit einer Einstecktasche, mit zwei Lesezeichen. Das Bullet Journal von Scribbles That Matter kommt in der Pro-Version in Pastellrosa. Es hat ein Hardcover und einen rosafarbenen, fast schon pinkfarbenen Kunstlederbezug. Das Scribble That Matter kommt mit einer Einstecktasche, zwei Lesezeichen und hat zusätzlich noch eine Stiftelasche. Das Limome Bullet Journal kommt in Mintgrün im Hardcover mit einem Kunstlederumschlag. Das Limome hat zusätzlich noch eine sehr hübsche Prägung eines kleinen Baums direkt auf dem Hardcover. Es kommt mit zweifarbigen Lesezeichen, mit einer Stiftelasche, mit einer Einstecktasche und zusätzlich noch mit einem kleinen Plastiklineal und diversen Sticker. Im Besonderen ist hier auch nochmal beim Design, dass das Limome mit rosa gefärbten Außenrändern kommt und das geschlossen wirklich eine sehr hübsche Optik hat. Beim Leuchtturm haben wir 80 Gramm pro Quadratmeter, ist 21 cm hoch, 14,5 breit und 1,9 cm dick. Das Watercolor Rose hat 120 Gramm pro Quadratmeter starke Seiten, ist 21,6 cm in der Länge, 15,4 cm in der Breite und 2,3 cm dick. Das Ottagami hat 100 Gramm pro Quadratmeter starkes Papier, ist 21,2 cm hoch, 14,8 cm breit und 2,4 cm dick. Beim Tsuki Bullet Journal kommen die Seiten mit 160 Gramm pro Quadratmeter starkem Papier. Ist definitiv das kleinste und kommt mit 19,5 cm in der Höhe, 13,5 in der Breite und 1,7 cm in der Stärke, in der Dicke. Damit ist es ein wenig kleiner als A5. Das Lani Art Journal kommt mit 120 Gramm pro Quadratmeter. Kommt mit einer Länge von 21 cm, einer Breite von 15 und einer Dicke von 2 cm. Das Scribble That Matter hat 160 Gramm pro Quadratmeter starke Seiten, ist 21 cm lang, 14,5 cm breit und 1,8 cm dick. Das Limome kommt mit 100 Gramm pro Quadratmeter starkem Papier, ist 21 cm lang, 14,4 cm breit und 2,2 cm dick.
Das Carly Cassie Journal kommt mit 120 Gramm pro Quadratmeter starkem Papier. Kommt mit 21,2 cm in der Höhe, 14,8 in der Breite und 1,1 cm in der Dicke. Beim Leuchtturm sind nur die ersten Seiten vorgedruckt. Hier finden wir auf der ersten Seite die Option einzutragen, wem das Journal gehört. Und auf den ersten beiden Innenseiten können wir hier den Index festhalten. Das Leuchtturm hat cremefarbene Seiten. Ein Kästchen ist 0,5 x 0,5 cm. Beim Watercolor Rose ist die erste Seite beim Aufschlagen für deine Daten deinen Namen vorgesehen. Vorgedruckte Seiten haben wir hier in den ersten einmal den Key, 4 Seiten für den Index und 4 Seiten für den Future Log. Das Watercolor Rose hat komplett weiße Seiten. Ein Kästchen 0,4 x 0,4 cm. Beim Watergami gibt es keine Vordrucke. Es startet sofort mit den gedotteten Seiten, ohne dass es Vorgaben gibt. Das Watergami kommt mit cremefarbenen Seiten. Ein Kästchen 0,5 x 0,5 cm. Zu Beginn des Carly Cassie Journals kann ich notieren, wem das Journal gehört und habe dann bis zur 29. Seite sowohl Vorlagen als auch Inspiration, wie man das Journal gestalten kann. Das Carly Cassie Journal hat komplett weiße Seiten, ist ein Kästchen 0,5 x 0,5 cm. Das Tsuki Bullet Journal bietet in den ersten Seiten keinerlei Vorlagen, wirklich nur beim Aufklappen kann man notieren, wem das Journal gehört. Das Tsuki Bullet Journal hat komplett weiße Seiten. Ein Kästchen ist beim Tsuki Bullet Journal 0,5 x 0,5 cm. Das Lani Art hat keine Vordrucke im Journal und du kannst gleich auf den Dotted Seiten starten. Das Lani Art kommt mit weißen Seiten, wobei die so einen ganz leichten Blaustich haben. Ich zeige dir das hier mal im Vergleich zu anderen. Beim Lani Art sind die Kästchen etwas größer als 0,5 cm. Beim Scribble That Matter kannst du gleich beim Aufschlagen deinen Namen notieren, gefolgt von der Key-Seite und 3 Seiten, die für den Index vorbehalten sind. Das Scribble That Matter kommt mit komplett weißen Seiten. Ein Kästchen beim Scribble That Matter ist 0,5 x 0,5 cm. Die erste Seite kannst du beim Limome nutzen, um deinen Namen zu notieren. Es geht weiter mit dem Inhalt. Hier kannst du auf 3 Seiten den Index festhalten und dann startet es auch schon mit Seite 1 mit Dotted Papier. Auf den letzten Seiten des Limome finden wir nochmal so Zusatzseiten. Das Limome kommt mit Elfenbein cremefarbigen Seiten. Ein Kästchen beim Limome sind 0,5 x 0,5 cm. Beim Leuchtturm sieht man eindeutig durch, welche Stifte man benutzt hat. Man hat nicht so eine Art Ghosting, aber hier hat man so eine ganz klare Ansicht der vorherigen Seite. Beim Leuchtturm Bullet Journal siehst du, dass es relativ gut und flach aufliegt. Allerdings ist es so am Anfang und gegen Ende ist es eben nicht mehr ganz so flach und so ein paar Seiten schwipsen entgegen, aber auch ganz minimal. Das Kolorieren der Seiten im Watercolor Rose lief echt problemlos. Allerdings ist an manchen Stellen, an denen ich ein paar Mal mehr mit der Farbe drüber gehen musste, schon zu sehen, dass die Farbe ein wenig durchdrückt. Beim Watercolor Rose Bullet Journal vom EMF Verlag kannst du sehen, dass es nicht komplett flach aufliegt und die Seiten nach oben springen. Beim Umblättern der Seite kannst du sehen, dass beim Otagami absolut durchscheint, was du auf der vorherigen Seite gemacht hast. Das Bullet Journal von Otagami liegt definitiv relativ flach auf dem Tisch auf und passt sich beim Umblättern auf jeden Fall den Gegebenheiten an. Beim Umblättern wird beim Carly Cassie Journal absolut deutlich, dass es wirklich schönes Papier ist. Das Papier ist nicht nur ein schönes Weiß, sondern hält hier auch wirklich beim Kolorieren stand. Das Carly Cassie Journal liegt definitiv nicht flach auf. Es springt zusammen und man muss hier wirklich so ein bisschen gegenhalten, dass man auf den Seiten gut arbeiten kann. Beim Tsuki Bullet Journal ist nichts zu erkennen. Hier kannst du weder erkennen, was du vorher in der Seite gemacht hast, noch bluten irgendwelche Stifte durch. Das Tsuki Bullet Journal liegt komplett flach auf, egal auf welcher Seite du arbeitest. Das Lani Art hat auch eine sehr schöne Stärke. Hier ist kaum zu sehen, was ich auf der vorherigen Seite gemacht habe. Das Lani Art Journal ist definitiv auch sehr flach auf dem Tisch und passt sich so wunderbar an, egal auf welcher Seite du arbeitest.
Beim Lemome wird deutlich, dass beim Umblättern absolut zu sehen ist, was auf der vorherigen Seite passiert ist. Es strahlt nicht 100% durch, da ist schon noch so eine leichte Deckkraft der Seite da. Egal auf welcher Seite du im Lemome arbeiten würdest, es würde immer flach aufliegen. Das Scribbles Dead Matter liegt, wie du siehst, auch komplett auf der Tischkante auf. Egal wohin du blätterst im Buch, es ist immer komplett flach auf dem Tisch. Ist nicht zu erkennen. Hier kannst du weder erkennen, was du vorher in der Seite gemacht hast, noch bluten irgendwelche Stifte durch. Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleib organisiert. Ich bleib's auch. Tschüss!